Hey, Drache! Ich habe gehört, dass du ziemlich hart bist. Ich habe mit meinem Cousin Blub gewettet, dass du es nicht durch die Skelos-Einöde schaffst, ohne dich zu verbrennen. Oh, würde es dir etwas ausmachen, meinen kleinen Freunden zu helfen, wenn sie abgefackelt werden? Spyro! Unser Dorf wird von den Lava-Echsen überfallen. Kannst du sie verjagen, bevor sie meine Freunde fressen? Ich mache die Brücke niedriger, damit du rüberkommst. Bitte schütze meine Freunde vor den Echsen, die aus diesen Rieseneiern schlüpfen. Gut gemacht, Grashüpfer. Nimm dieses glänzende Ding, das wir gefunden haben, um dir bei der Reise zu helfen. Ah, oh, es sieht so aus, als fallen noch mehr Echseneier herunter. Bist du bereit für eine weitere Herausforderung? Bitte hilf uns nochmal, Spyro. Die Echsen sind wirklich furchteinflößend. Danke, dass du uns nochmal geholfen hast, Spyro. Du verdienst noch ein glänzendes Ding. Ich wollte es als Nachtlicht verwenden. Ich bin so traurig. Diese nervigen Lavakröten haben meinen Freund alle Knochen geklaut. Wenn du mir hilfst, ihn wieder zusammenzusetzen, wäre er bestimmt lustiger. Danke, Spyro. Jetzt kann ich meinen Freund wieder zusammensetzen. Bitte nimm das als Zeichen meiner Anerkennung. Eine Elfe hat es vor einiger Zeit bei mir zurückgelassen. Es ist so schön, meinen Freund wieder bei guter Gesundheit zu sehen. Ich glaube, er will für dich tanzen. Super! Du hast es durch die Einöde geschafft. Ich wusste, dass ich die Wette gewinnen würde. Mein Cousin Kronk ist ein Narr, gegen einen Drachen zu wetten. Nimm diesen Talisman für deine Hilfe. Wenn du nicht weißt, was du mit dem Talisman anfangen sollst, vielleicht könntest du ein Süppchen damit kochen.